Es ist 2015. Der 15 Jahre alte Till Ramming lebt gemeinsam mit seinen beiden Brüdern, seiner Mutter Rosa und seinem Vater Erwin in Markt Bibert. Das ist ein kleiner, beschaulicher Ort im bayerischen Franken. Viel ist hier nicht los, vor allem nicht für Teenager wie Till. Eines Tages verlässt er die gewohnte Umgebung seiner Heimat jedoch und kehrt bis heute nie wieder zurück. Ich frage mich immer noch, was ich falsch gemacht habe, dass er so von heute auf morgen das Haus verlässt und nichts mehr von sich hören lässt. Von seinen Angehörigen wird Till als anhänglich und freundlich beschrieben. Der Junge sei von seinem Umfeld sehr geschätzt worden, vor allem aufgrund seines freundlichen und liebevollen Gemüts und seiner guten Laune. Auch sein größtes Hobby spricht für seine aufgeschlossene Art. Er engagiert sich in der lokalen Jugendfeuerwehr. Dabei ist er sehr motiviert und geht mit viel Leidenschaft an die Sache heran. Zu Tills Alter gibt es verschiedene Angaben. In ersten Medienberichten ist davon die Rede, er sei 2015-13. In anderen heißt es, er sei 15. Laut Angaben des Bundeskriminalamts wurde Till aber im Sommer 2002 geboren und wäre 2015 somit 17 Jahre alt. Nach dieser Information richten wir uns auch in diesem Video. Bei der Jugendfeuerwehr gefällt es Till so gut, dass er sich sogar vorstellen kann, einmal hauptberuflich bei der Feuerwehr zu arbeiten, wenn er erwachsen ist. Erst einmal geht Till aber noch zur Schule. Seine Mittelschule liegt in Scheinfeld, ungefähr 5 Kilometer von Markt Bibert entfernt. Dort besucht er die 9. Klasse. In der Schule kommt Till nicht allzu gut zurecht. Seine Noten sind eher durchwachsen und in der Klassengemeinschaft findet er kaum Anschluss. Meist bleibt der Jugendliche für sich. Was die schulischen Leistungen betrifft, versuchen seine Eltern Till möglichst gut zu unterstützen. Seine Mutter Rosa hilft ihm bei seinen Hausaufgaben und lernt mit ihm für Tests. Gemeinsam schaffen sie es tatsächlich, Tills Noten zu verbessern. Immerhin stehen auf seinem nächsten Zeugnis keine Fünfen mehr. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Till ist ziemlich stolz auf seine Leistung, genau wie seine Mutter. Neben der Jugendfeuerwehr hat Till aber noch eine weitere Ablenkung gefunden. Wie so viele Teenager beschäftigt er sich gerne und viel mit Gaming. Mit seiner Familie hat er deshalb des Öfteren mal Stress. Im Nachhinein sagt seine Mutter Rosa, die PlayStation sei für sie ein rotes Tuch und das schlimmste Geschenk, das sie ihrem Sohn jemals gemacht hätten. Dieses Teil, das ist eigentlich der Hauptgrund, des Verhängnis dieser ganzen Geschichte, dass der Till sich auf die Reise gemacht hat und jetzt irgendwo gastiert. Tills Eltern, es ist ein Dorn im Auge, wie viel Zeit der 15-Jährige mit seiner Konsole verbringt. Was Tills Vater damit meint, Till hat nicht alleine gezockt. Wie so viele Spieler hat er während des Gamings online jemanden kennengelernt. Er hat sich Ende 2015 mit einem Mann angefreundet, der bereits erwachsen ist. Tills Online-Freund wohnt in Lingen, einer Mittelstadt im Emsland. Lingen ist mehr als 500 Kilometer von Tills Wohnort Markt Bibert entfernt. Die beiden tauschen sich regelmäßig online aus und spielen gemeinsam. Für Till scheint dieser Freund eine wichtige Bezugsperson zu werden. In den letzten Tagen vor seinem Verschwinden kommt Till nicht mehr zu den Treffen und Übungen der Jugendfeuerwehr. Allerdings meldet er sich jedes Mal persönlich ab. Eigentlich ist es eher üblich, dass die Mitglieder der Jugendfeuerwehr per WhatsApp-Nachricht absagen. Till hingegen kommt immer persönlich vorbei, um Bescheid zu sagen, dass er bei den Übungen nicht dabei sein wird. Am 15. September 2015 sagt Till seiner Mutter Bescheid, dass er am nächsten Morgen früh aufstehen wird. Er erzählt seiner Mutter, dass er an diesem Samstag einen Termin zum Probearbeiten in einem Betrieb bekommen hat. Sollte dort alles gut klappen, könnte er vielleicht sogar eine Ausbildungsstelle in dem Betrieb bekommen. Till geht daraufhin auf seine Mutter zu und nimmt sie in den Arm. Rosa kann nicht ahnen, dass es die letzte Umarmung ihres Sohnes sein wird. Und dass es dieses Probearbeiten wahrscheinlich nie gegeben hat.
Hätte ich aber gewusst, dass er sich auf die Art und Weise vielleicht von mir verabschieden will, weil das war das Letzte, wo wir uns berührt haben oder wo er auf mich zukommen wäre, dann hätte ich ihn festgehalten. Ich hätte ihn nicht losgelassen. Ja, aber hätte. Es ist vorbei. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Aber Till, ja. Am darauffolgenden Tag wird Till Ramming verschwinden. Nicht nur der 15-Jährige will am 16. September 2015 früh raus. Auch Rosa ist an diesem Samstag schon morgens auf den Beinen, denn sie muss zur Arbeit. Sie verabschiedet sich von Till. Und er antwortet mit einem ganz normalen "Tschüss, mach's gut." Danach verlassen Rosa und Till das Haus. Und bis heute hat sie ihren Sohn nie wieder gesehen. Was Till an diesem Morgen genau plant und tut, wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass er einige Sachen zusammengepackt hat. Darunter nicht nur Kleidung, sondern auch seine geliebte PlayStation. Ganz so, als würde er planen, für eine Zeit lang von zu Hause wegzugehen. Dazu passt auch, dass Till all sein Geld von seinem Konto abhebt. Er hat sich 215 Euro angespart, die er nun abbucht und sich bar auszahlen lässt. Rosa kommt am späten Nachmittag von der Arbeit zurück, gegen 15 Uhr. Till ist nicht zu Hause. Sie wundert sich, wie ein Probearbeitstag an einem Samstag für einen minderjährigen Jungen so lange dauern kann. Also schaut sie in Tills Zimmer nach. Dort fällt der Mutter sofort auf, dass die PlayStation, Kleidung und Tills Reisetasche fehlen. Also tut Rosa das, was wohl jede Mutter als erstes tun würde. Sie ruft Till auf seinem Handy an. Schon 4 Monate zuvor, im Mai, hat Till alleine eine Reise unternommen. Damals hat er sich in den Zug gesetzt, um seinen Gaming-Kumpel in Lingen zu besuchen. Er ist aber glücklicherweise nach einem Tag zurückgekommen. Tatsächlich können sie den 15-Jährigen telefonisch erreichen. Aus dem Telefonat scheint hervorzugehen, dass Till auch dieses Mal wieder nach Lingen gefahren ist. Doch dieses Mal wird er nicht wieder nach Hause kommen. In einem 2022 ausgestrahlten Beitrag von Aktenzeichen XY wird das Ganze so dargestellt. Till kommt in Lingen bei der Online-Bekanntschaft an. Es wird ein kurzes, nachgestelltes Gespräch zwischen dem Mann und Till gezeigt. Im Aktenzeichen XY-Einspieler fragt Till seinen Gaming-Kumpel, ob er nicht einfach bei ihm bleiben könne. Der erwachsene Mann entgegnet daraufhin, dass das nicht ginge, da Till noch minderjährig sei. In der Darstellung legt der Kumpel Till nahe, vorerst bei ihm zu bleiben, sich aber nochmal bei seinen Eltern zu melden und das Jugendamt zu kontaktieren. Am Sonntag, den 15. September 2015, ruft Till bei seiner Mutter Rosa an. Nachdem sie eine beinahe schlaflose Nacht hatte, ist sie sehr erleichtert, von ihrem Sohn zu hören. Dennoch ist sie natürlich auch sauer wegen Tills heimlicher Aktion. Also sagt sie am Telefon, sie sei durchaus bereit, die Polizei einzuschalten, wenn Till nicht sofort nach Hause komme. Das scheint bei Till einen Nerv zu treffen. Er reagiert gereizt und droht dann erst recht, nie wieder nach Hause zu kommen. Dann beendet Till Ramming das Gespräch. Laut der Aktenzeichen XY-Darstellung sucht Till am Montag, den 18. September 2015, in Begleitung seines Online-Freundes in Lingen dann tatsächlich das Jugendamt auf. Zu diesem Zeitpunkt ist er schon 2 Tage von zu Hause weg. Dort erzählt er, wolle in Lingen bleiben und fortan bei seinem erwachsenen Freund leben. Er beruft sich bei seinem Wunsch auf familiäre Gründe. Allerdings gibt es bei der Sache 2 Probleme. Zum einen ist Till ja noch minderjährig und kann dementsprechend nicht einfach selbst entscheiden, wo er wohnt. Und zum anderen ist das Jugendamt in Lingen überhaupt nicht für Till zuständig. Denn sein Wohnort liegt in Bayern. Also müsste Till mit seinem Anliegen eigentlich zum Jugendamt in Neustadt an der Aisch. Die Mitarbeiter des Jugendamts in Lingen kontaktieren das Jugendamt in Neustadt. Nach einer Rücksprache organisiert das Jugendamt in Lingen für Till eine Rückfahrt nach Bayern. Für die Nacht hat er einen Platz in einer Pflegefamilie bekommen. So wird dem Jugendamt in Neustadt an der Aisch Zeit verschafft, um sich um den Fall zu kümmern. Im Jugendamt in Lingen verabschieden Till und sein Kumpel sich voneinander. Mitarbeiter des Jugendamts Lingen bringen Till dann noch zum Bahnhof. Er steigt in den Zug, der ihn um 13.44 Uhr wieder Richtung Heimat bringen soll. An seinem Zielbahnhof warten weitere Sozialarbeiter auf ihn, um ihn zu seiner vorübergehenden Unterkunft zu bringen.
Allerdings kommt Till nie in Neustadt an der Aisch an. Er wird verschwinden. Till Ramming scheint an einem der Bahnhöfe zwischen Lingen und Neustadt wieder aus dem Zug gestiegen zu sein. Die Fahrt hätte mehrere Stunden gedauert. Wenn man sich heutige Bahnverbindungen zwischen Lingen und Neustadt an der Aisch anschaut, sieht es so aus, als hätte man mehrmals umsteigen müssen. Als Till seinen Zielbahnhof am Abend nicht erreicht, beginnt die Polizei also nach Till zu suchen. Theoretisch könnte er sich überall zwischen Niedersachsen und Bayern befinden. Mit den 215 Euro Bargeld von seinem Konto hätte er auch theoretisch genügend Geld dabei gehabt, um sich ein neues Bahnticket in eine ganz andere Richtung zu kaufen. Die Suche gestaltet sich also schwierig. Damals wird Till wie folgt beschrieben. Behaltet bitte im Hinterkopf, dass diese Angaben schon mehr als 6 Jahre alt sind und Till damals noch mitten im Wachstum war. Er ist im Jahr 2002 geboren und zum Zeitpunkt seines Verschwindens 15 Jahre alt. Till ist im September 2015 etwa 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Figur. Er hat braune Haare, grünblaue Augen und spricht mit einem fränkischen Dialekt. Als die Polizei ihre Ermittlungen beginnt, wird natürlich zuerst Tills Freund aus Lingen überprüft. Und das mehrfach über einen längeren Zeitraum. Auch die Wohnung des Mannes wird durchsucht. Denn dass ein erst 15 Jahre alter Junge einem Mann beim Gaming so nahe kommt, dass er ihn sogar alleine besucht, kommt der Polizei natürlich erstmal komisch vor. Bei dem Mann wird jedoch absolut kein Anhaltspunkt zu Tills Verbleib gefunden. 2022 sagen die Ermittler, dass sie nicht davon ausgehen, dass der Mann irgendetwas mit Tills Verschwinden zu tun hat, sondern dass er dem 15 Jahre alten Jungen wirklich einfach nur helfen wollte. Darüber hinaus hat die Polizei auch Spuren im Raum Dortmund, Hannover, Bielefeld, an der niederländischen Grenze, in Hamburg, Berlin und Freiburg überprüft. An keinem dieser Orte konnte eine heiße Spur gefunden werden. Mitte Oktober 2015 erhält ein Kumpel aus der Jugendfeuerwehr eine Nachricht von Till. Zu diesem Zeitpunkt ist der Junge schon knapp einen Monat lang verschwunden. In all der Zeit hat er sich sonst bei niemandem gemeldet. Till schreibt seinem Kumpel, er sei gerade in Berlin. Ihm gehe es dort gut. Nach Hause zurückkehren wolle er nicht, weil er Angst habe. Danach blockiert Till seinen Freund. Wohl aus Sorge, dass dieser mit den neuen Informationen zur Familie Ramming oder direkt zur Polizei geht. Nach Bekommen der Nachricht bespricht der Kumpel sich mit anderen Mitgliedern der Jugendfeuerwehr. Die Gruppe entscheidet sich mit dem Jugendgruppenleiter dazu, eine Nachricht an Till zu schicken. Sie lautet wie folgt. Hey Till, haben dich auf den letzten Jugendübungen vermisst. Ist alles klar bei dir? Hab mitbekommen, dass du nicht in Markt Bibbert bist. Melde dich, vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Viele Grüße, Sven. Doch seit dem 15. Oktober 2015 wartet Sven schon auf eine Antwort von Till Ramming. Er hat sich nie bei ihm gemeldet. Auch sonst gibt es keine Hinweise auf Tills Verbleib. Till hat mit seiner Krankenkassenkarte nie wieder einen Arzt besucht. Mit seiner geliebten PlayStation war er seit seinem Verschwinden nie wieder online. Auf seinem Konto haben seit der Abhebung der Ersparnisse keine Bewegungen mehr stattgefunden. Das sind alles Indizien dafür, dass es Till wahrscheinlich nicht gut geht. Denn das legt die Möglichkeit nahe, dass Till einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Es könnte aber auch sein, dass Till nicht mehr in Deutschland lebt oder in die Obdachlosigkeit abgerutscht ist. In diesem Fall gibt es unzählige Möglichkeiten, insbesondere weil es keine Spuren gibt. Als Till Ramming am 18. September um 13.44 Uhr in Lingen den Zug steigt, verschwindet er für immer. Wenn Till Ramming noch am Leben ist, ist er heute volljährig. Er müsste also nicht mehr befürchten, von Behörden wieder zu seiner Familie geschickt zu werden. Er kann seit seinem 18. Geburtstag frei über seinen Aufenthaltsort bestimmen, so wie jede andere erwachsene Person auch. Das bedeutet auch, dass es für Till absolut kein Risiko mehr wäre, wenigstens ein kleines Lebenszeichen von sich zu geben. Sei es an seine Eltern, seine Brüder oder seine Kollegen aus der Jugendfeuerwehr.
Die Suche nach Till geht auch trotz seiner Volljährigkeit weiter. Sollte Till gefunden werden, müsste er nicht einmal die Kosten für das Ermittlungsverfahren tragen. Das einzige Ziel der noch immer laufenden Ermittlungen ist es zu erfahren, ob Till noch lebt, ob er wohlauf ist und wo er sich aufhält. Wer Till nach dem September 2017 gesehen hat oder vielleicht sogar weiß, wo er zwischendurch gewesen ist, kann die Polizei kontaktieren. Für zielführende Hinweise gibt es eine Belohnung in Höhe von bis zu 5000 Euro. Nach der Ausstrahlung der Aktenzeichen XY-Sendung im Sommer 2022 gibt es bis zu 70 neue Hinweise. Leider kann davon letztlich aber keiner zu Till Ramming führen. Es ist jetzt 4,5 Jahre her, dass ich mein Kind das letzte Mal gehört und gesehen habe. Und ich kann das niemandem erzählen, wie schwer das ist und wie das wehtut und welchen Kummer und Sorgen man sich macht, damit man ihn wieder sieht oder zumindest hört, dass ihm gut geht. Ich weiß nichts, ich weiß gar nichts. Und das wäre mein größter Wunsch. Und Till, wenn du das irgendwo sehen solltest, bitte, bitte melde dich. Nur am Telefon, ganz kurz, du musst nicht heim, wenn du nicht willst, aber bitte melde dich, dass ich weiß, dass dir es gut geht. Das wäre mein größter Wunsch, ich habe sonst keinen Wunsch. Nicht nur Tills Eltern warten bis heute auf Antworten. Seien es die Freunde aus der Jugendfeuerwehr, lose Bekannte aus der Schule oder die Jugendamtsmitarbeiter, die Till helfen wollten. Sie alle werden sich noch immer regelmäßig fragen, was aus dem damals 15 Jahre alten Jungen geworden ist und ob es ihm gut geht. Egal wer man ist und wo man herkommt, es gibt immer jemanden, der auf einen wartet. Vielleicht sind das etwas sentimentale Worte zum Schluss dieses Videos, aber ich finde es wichtig, das zu sagen. Es ist immer mehr als okay, sich Hilfe zu holen. Sei es von Freunden oder Bekannten oder eben durch Institutionen wie das Jugendamt. Denn es wird immer jemanden geben, der einen vermisst, wenn man einmal nicht mehr da ist. Dass Till diese Hilfe, nach der er sich scheinbar gesehnt hat, nicht bekommen hat, ist mehr als tragisch. Und dennoch sprechen wir auch heute noch, mehr als 6 Jahre nach seinem Verschwinden, über Till. Weil sein Leben zählt, genauso wie das aller anderen Menschen, die heute noch vermisst werden. Wenn ihr möchtet, dann teilt dieses Video gerne. Gerade wenn ihr Bekannte habt, die im Emsland wohnen. Oder auch in einer Stadt, in der die Polizei ermittelt hat. Irgendjemand muss Till nach seinem Verschwinden noch gesehen haben. Immerhin ging es ihm zumindest im Oktober 2017 wohl noch so gut, dass er sich aus Berlin bei einem Freund melden konnte. Ansonsten könnt ihr auch gerne ein Like oder Kommentar da lassen. Das hilft nicht nur dem Kanal weiter, sondern auch diesem Video hier. Denn dadurch wird es vielleicht Personen vorgeschlagen, die den Fall Till Ramming noch nicht kennen. Den Angehörigen von Till wünsche ich alles Liebe und vor allem alles Gute für die Suche nach ihm. Vielen Dank schon einmal im Voraus für eure Unterstützung und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute.